Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klaus Grillt Feines Grillen Barbecue. Heute machen wir was Schönes. Wir machen heute einen richtig schönen Spanferkelrücken im Baconnetz. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. So, gerade war eine kleine Szene. Ich hoffe, die Post-Production hat die rausgeschnitten. Wir machen eine relativ coole Nummer. Die machen wir in so einer Schüssel hier, in einer Auflaufform, in einer Grillschale, Klaus Grill Grillschale, die große. Sehr schönes Produkt, könnt ihr euch kaufen, ist alt verlinkt. Dazu brauchen wir noch so 600, 700 Gramm Kartoffeln, so Drillinge, die haben wir einfach halbiert. Dann noch so 300 Gramm Zwiebeln, auch schön kleine Schnitten. Haben von Beef Bandits eh mal den besten Bacon und immer sehr schönes Stück Spanferkelrücken. Dann noch ein bisschen Bratkartoffelwürzer und saure Gewürzmischung. Wenn ihr die Bilder nicht habt, könnt ihr euch die nachmischen oder selber kaufen. Support ist kein Mord. Was man nicht selber machen kann, ist Olivenöl, jedenfalls nicht hier in Deutschland. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Das was wir machen. Wir machen uns mal das Brett ein bisschen leer. Das heißt, wir nehmen schon mal unsere Kartoffeln hier in die Form rein. Dazu eine große Portion Zwiebeln. Darauf einen ordentlichen Schluck Olivenöl. Und damit nicht gelzig sein. Oh, das macht jedes Essen besser. Und zum Würzen dazu Bratkartoffelwürzer. Da auch eine ordentliche Portion. Und das alles eben mal hier ordentlich kräftig durchmischen. Das Schöne, dass die Würze überall rankommt. Die fällt mir jetzt schon sehr gut. So, machen das gleich an den Rand, weil in der Mitte soll nachher unser Schweinebraten liegen. Beziehungsweise unser Spanferkelbraten. Und die coole ist, es wirklich eine Nummer, die ist echt schnell erledigt. Sieht aber geil aus, schmeckt richtig gut. Und was wir jetzt machen, ich habe jetzt hier Würz hier an den Handschuhen dran. Ja, ist das völlig ideal, weil am Ende kommt es irgendwie eh alle zusammen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich hier bei dem Spanferkel die Haut oben abziehe. Weil wir wollen ihn in den Bacon einwickeln. Weil, ich gebe es zu, Spanferkelhaut, wenn die knusprig ist, ist es gut. Aber, was ist noch besser als Spanferkelhaut? Richtig Bacon. Und dann nehme ich den einfach, ziehe das hier nach hinten. Und so wie ich jetzt ziehe, mache ich mit dem Messerchen unten einfach so, dass ich das die Faszie hier löst und dann habe ich es ganz schnell ab. Also immer Spannung nehmen, krieg mal hier und dann siehst du, wo es ist. Und dann machst du bloß mit dem Messer immer kurz leicht jägen und dann kriegst du das wirklich hier ins Easy runter. Dann musst du nicht groß operieren. Profi-Tipp, die nicht wegschmeißen, die Haut, sondern die einfrieren. Und das nächste Mal, wenn du eine Erbsensuppe oder irgendeine Suppe kochst, schmeißt du die Haut mit drin, weil dann löst sich die ganze Gelatine hier raus und gibt der Soße so einen richtig geilen Stand. Also das hier ist wirklich Goldstaub, was da tatsächlich besser aufgehoben ist. Und jetzt werden wir anfangen, unser Spanferkelrücken hier in Bacon einzupacken. Und dazu lege ich mir das ganz einfach erstmal den Bacon aus. Also gehe ich mal immer längs und dann machst du immer noch so ein, mit den Resten, die du hast, ein Kreuz rüber. Gib mir hier so Beef Bandits Bacon, ne? Den kriegst du auch gelöst, der ist ein bisschen dicker. Also das nicht, nimm dir jetzt nicht das Zeug aus dem Supermarkt, wo sich jede Charge zerreißt, wenn du sie anfasst, sondern hier, so muss das laufen. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Das muss einfach handelbar sein. Oh, liebig. Oh, dann würzen wir immer kräftig hier am besten über den Bacon unseren Spanferkel mit dem. Oh, der Sauereirapp, der riecht so gut. Packen den schon mal auf. So. Andere Seite auch noch mal ein bisschen. Hier Würz drauf. Dann ziehen wir hier die Enden hoch, auf beiden Seiten, ja, ungefähr so. Und dann fangen wir hier vorne an, ziehen die Seiten rüber und hier hinten auch noch immer schön mit Spannung nach oben, ja, ruhig ein bisschen festhalten. So, das wird jetzt die Unterseite, also wir greifen jetzt mit der Hand, rollen den immer rüber. Ist das, die Seite sieht schon richtig geil aus, oder? Legen den hier hin. Jetzt haben wir das praktisch vorbereitet. Wir haben jetzt schön unsere gewürzten Kartoffeln, wir haben unser gewürztes Fleisch, wir haben den Bacon und alles, was jetzt so rausläuft hier, läuft jetzt schön in die Zwiebeln und in die Kartoffeln rein. Und dann müssen wir natürlich grillen. Und grillen, wo machen wir wo? Auf dem Grill, richtig. Ich mag das, wenn man mir zuhört. Oh hier, oder? Ist das ein Blick? Fertig ist unser veganes Wunder. So, ab auf den Grill. Unten drunter aus, rechts und links volle Pulle an, dann haben wir so um die 200 Grad und schließen jetzt den Deckel. Grillzeit ist ungefähr eine Stunde und wenn wir sicher gehen wollen,
checken wir einfach mal kurz zwischendurch die Kerntemperatur. Wenn wir die so knapp über 70 Grad haben, dann ist alles easy peasy, dann haben wir ja keinen Stress. Das mache ich immer wieder gerne. Das ist an meinem Broil King stehen. Aber am allerliebsten mache ich das, wenn ich hier von meinem schönen Imperial hier die Haube öffne und wir mal reingucken und eine Dreiviertelstunde ist rum. Und ganz ehrlich, so habe ich mir das vorgestellt. Oben der Bacon schön kross, an der Seite läuft er aus. Die Kartoffeln blubbern und brutzeln in den Zwiebeln und dem Öl vor sich hin. Sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, wir schließen noch für ungefähr eine Viertelstunde hier den Deckel. Und dann sollte er schon am Ziel sein. Ich freue mich. So, und nach kurzer Zeit, guck mal hier, hat sich ja nicht viel verändert, außer die Kerntemperatur. Und ganz ehrlich, ist diese Wanne hier geil? Ist die geil oder ist die geil? Ich finde die super. Aber trotzdem runternehmen und Handschuhe anziehen. Hast du alle drin? Ja, und das Coole ist, wir haben hier wieder so eine Lotanbeschichtung, wo nicht anhaftet. Weißt du, da hast du nicht so ein irgendein Stück, wo du dich ewig mit rummachen musst, sondern das wischst du nachher aus. Und ich nehme mal hier unseren Spanferkelbraten raus. Und was ich ja sehr gerne mag und hier auch ist, ein klassischer Mittelschnitt, wa? Und ich würde sagen, den tun wir ihm jetzt an mal hier. Hört er nicht schmatzen? Oh, Dip wie ein Kieslaster. Ich mache so ein schönes Scheibchen runter jetzt. Das Coole ist, kannst du auf dem Tisch jetzt machen. Hast gleich ein bisschen Beilage bei mir, die Kartoffeln. Oh, liebe ich. Guck mal, wie saftig, wie das glänzt hier. Oh, herrlich und dick. Oh, der glitscht mir richtig weg hier. So, Kinder, macht das nicht nach. Der Onkel isst vom Messer, weil er kann er besser pusten, wie der tropft hier, wa? Ohne Ruft drücken. Oh. Pusten, pusten. Und rinne in die hohle Birne. Ah ja. Lecker Gewürz, der Bacon dabei. Saftiges Fleisch. Und ja. Kartoffelnchen. Ich drücke einfach mal auf. So müsste es so sein. Also richtig, richtig weich. Geile Nummer. Und was das Schöne ist, du hast ja die noch rasch wegessen hier. Machst immer alles in einem Pott, schiebst du drin, mit dem Wickeln hast ein bisschen Spaß vorneweg. Super saftiges Stück Fleisch. Und eigentlich, also ohne eigentlich, eine Gelingen-Garantie. 200 Grad rumgestellt, eine Stunde, fertig. Total geil. Und ich sage euch, Moment. Wie sehr ihr liebt es, wenn ich schmatze. So muss Grillen für mich sein. Ne? Ohne großen Shishi, trotzdem was Leckeres, was Geiles, wo du dich und deine Familie und deine Freunde glücklich machen kannst. Vorbereitet, ohne irgendwie in der ganzen Küche zu stehen. Zack, herzlos drin. Natürlich mit Liebe, herzlos mit Liebe. Und dann was Schönes grillen. Und wenn ihr das genauso seht, dann könnt ihr auch mit Hashtag herzlos mit Liebe hier drunter antworten. Ansonsten folge mich über einen Daumen nach oben, holen wir einen Kommentar und auf jeden Fall ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Und ich mache jetzt die erste Scheibe schon fast. Mitten live im Video. Deck. Und oh. Wie ist denn ein großer Bacon? Wie unangenehm. Für mehr Schlankheitstipps folgt mir auf Instagram. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.